Ja, grüße euch, um es klar zu machen, es gibt weder Vorteile noch Nachteile, außer die Sicherheit und die Apps, die man archivieren kann. Und bei Samsung werden sich nur die Icons verändern. Viel Spaß mit meinem Video. Ich grüße euch bei Unboxing and Eat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich hatte vorgehabt, im Autobereich ein Video zu drehen, wo ich über Android 15 mit euch sprechen wollte, aber das war so laut, das konnte man nicht machen. Und jetzt mache ich es für euch im Indoor-Bereich. Viele von euch haben mir in der Plattform geschrieben, was es für einen Unterschied macht oder es gibt keinen Unterschied. Also Freunde, da muss ich euch ein wenig enttäuschen. Klar, zuerst hat einmal Google Pixel die Nase vorne, dann kommen die anderen Geräte dran. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass Google immer zuerst drankommt mit Android-Updates und dann kommen die anderen dran. Das Google Pixel 7a, was ich auch habe, hat das Android 15 Update bekommen. 2,63 GB hat mich das gekostet. Und klar, man kann darüber diskutieren, ob es jetzt einen Unterschied macht oder nicht. Ich habe mir im Internet dieses Android Update 15 angeschaut über Samsung. Da verändert sich die Icons. Batteriezustand schaut ein bisschen anders aus, also das Symbol des Akkus. Und es wäre ja nicht schön, um wahr zu sein, wenn man sich nicht ein neues Gerät kaufen muss, weil es noch ein bisschen länger hält. Und wenn man sich jetzt das Google Pixel 9 holt, verspricht man mehrere Jahre Sicherheit-Update und System-Updates. Da bin ich mal gespannt, wie der Prozessor das schaffen wird. Und man kann auch wirklich dazu sagen, dass es keine Vor- oder Nachteile gibt. Oder ein Vorteil hat's. Die Sicherheit ist am sichersten. Und für die, die die kleinste Version von Google Pixel haben, ja, das sind halt 2,36 GB weg. Aber dafür lassen sich die Apps, die man nicht verwendet, archivieren. Also, um einen Speicherplatz frei zu halten, natürlich. Und in dem Sinne, lasst mir bitte auch gesagt sein, es ist nichts Schlimmes daran, Android 15 zu besitzen. Es ist einfach ein neues Betriebssystem und ihr müsst halt damit zurechtkommen. Und für die, die iOS haben, ich weiß, Apple ist mit ihren Updates etwas weiter als wie Android, aber es muss ja vieles verbessert werden und so. Apropos Google Pixel 7a. Da bin ich bis heute noch verwundert, warum im Datenblatt angegeben wird 64 Megapixel und in Wirklichkeit schießt er sie nicht, sondern etwas weniger. Ich glaube, es sind sogar 16 oder 12, wenn es mich nicht täuscht. In dem Sinne sage ich mal danke, es hat mich gefreut. Daumen nach oben ist wünschenswert und ich hoffe, ich konnte euch über Android 15 aufklären. Ich grüße dich bei Unboxing and Eat. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es gibt Neuigkeiten zum Android 15 und schaut her, dieses Handy hat seit gestern Android 15 bekommen und ja, ob Samsung, Xiaomi und Co. dieses Android 15 noch bekommen, muss man abwarten. Wie gesagt, man muss abwarten.
Wenn Samsung, Xiaomi, Oppo und OnePlus das Android 15 überhaupt freigeben, weil es kann etwas dauern, aber bei Samsung werden die Icons ein bisschen anders. Beim Google Pixel hat sich nichts Großartiges verändert, aber wir freuen uns auch schon alle, weil iOS ist ja schon ein bisschen schneller geworden mit dem 18.0.1. Und ja, sobald ich mehr weiß, gibt's ein nächstes Video von mir. Ciao!